Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Deutschland sein Klimaschutzziel 2020 so krachend verfehlt, das liegt vor allem auch daran, dass wir immer noch einen viel zu hohen Kohleanteil in der Stromversorgung haben. Und wenn die Bundesregierung ihr eigenes Klimaschutzziel und das Recht, das Pariser Abkommen erreichen will, dann führt an einem Kohleausstieg keinen Weg vorbei. Und dass wir nicht schon lange einen Kohleausstieg hier auf dem Tisch liegen haben, das ist das Politikversagen einer Regierung, die das über mehrere Jahre in eine Kommission delegieren müsste. Und ich möchte an der Stelle mal deutlich sagen, Herr Wiedtke, was ich da gerade von Ihnen gehört habe, dass Sie den Kommissionsbericht in den Senkel stellen, dass Sie das alles relativieren, dass Sie am Ende sich noch ein Danke abnötigen zu der Arbeit dieser Kommission, das ist ehrlich gesagt nicht das, was wir jetzt brauchen. Diese Regierung muss jetzt liefern. Und darum, meine Damen und Herren, darum muss es gehen. So, und mir nötigt es an der Stelle, da bin ich völlig bei dem Kollegen Mirsch, mir nötigt es Respekt ab, dass 28 Vertreter gesellschaftlicher Gruppen, die unterschiedlicher nicht sein können, dass die am Ende über ihren eigenen Schatten springen und eine gemeinsame Linie finden. Das ist eigentlich das, was eine Bundesregierung leisten müsste. Jetzt kann es nur darum gehen, dass wir schnellstmöglich den Einstieg schaffen. Und dazu gehört vor allen Dingen nicht nur, dass darüber geredet wird, und das haben Sie gemacht, Herr Wiedtke, wie wir die Bonbons an die Industrie verteilen, Herr Lindner, zu Ihnen komme ich gleich noch, dass wir die Bonbons an die Industrie verteilen, sondern dass wir klar machen, an der Stelle, wie wird abgeschaltet und wie nehmen wir die alten Blöcke vor allen Dingen im Rheinland raus und wie wird das Klimaschutzziel erreicht, selbstverständlich flankierend durch Maßnahmen. Das ist Ihr Job, das jetzt umzusetzen und nicht, wie Sie es hier gemacht haben, in den Senkel zu stellen, meine Damen und Herren. So, und wenn es um die Fragen des Strukturwandels geht, da ist Herr Lindner ja immer ganz vorne dabei, auch beim Thema Klimaschutz, wenn es so auf der allgemeinen Ebene geht. Aber Herr Lindner, das, was wir gerade hier von Ihnen erlebt haben, und wenn ich richtig informiert bin, saß in der Kommission ein ehemaliger FDP-Staatssekretär und hat da mitverhandelt und hat übrigens die größten Subventionen an der Stelle gefordert. Herr Lindner, wie bigott ist das denn? Immer dann, wenn es konkret wird, da gehen Sie laufen. Das ist das Prinzip Lindner und das haben Sie uns heute hier auch präsentiert. Das funktioniert nicht. Und dann will ich Ihnen an der Stelle auch mal ehrlich sagen, wie kommt es eigentlich, Sie kommen doch aus Nordrhein-Westfalen, Herr Lindner, dass Ihr Minister, und ich glaube, der hat auch ein FDP-Parteibuch, Andreas Pinkwart, der reist gerade durchs Rheinische Revier und lobt sich für das Ergebnis dieser Kommissionsarbeit. Und Sie stellen das hier in den Senkel, das ist doch zum Totlachen, Herr Lindner. Das kauft Ihnen doch an der Stelle kein Mensch ab. So. Und ich möchte eines auch noch mal klarstellen. Wenn wir hier über sozialverträglichen Ausstieg reden, dann geht es selbstverständlich um die Beschäftigten. Und darum müssen wir uns auch kümmern. Aber worum es nicht gehen kann, ist, dass wir Geschenke an die Betreiber machen, dass wir Geschenke an den BDI machen für Dinge, die überhaupt nicht notwendig sind. Darüber müssen wir in der Tat reden. Aber wir müssen auch darüber reden, dass es nicht nur Betroffene in den Revieren gibt, die einen Tarifvertrag haben und eine IGBCE-Gewerkschaftsmitgliedschaft, sondern dass es auch Menschen gibt, die ihre Heimat verlieren, die vertrieben werden, die Bergschäden zu ertragen haben und die den ganzen Dreck ertragen müssen. Auch die haben ein Anrecht darauf, dass das jetzt schnell umgesetzt wird, genauso wie der Bauer in Peru, der Bauer in Bangladesch und der Bauer in der Uckermark, die von der Klimakrise bedroht werden, deren Existenz bedroht wird. Das ist die Herausforderung, um die wir uns kümmern müssen. Und deshalb erwarte ich von dieser Bundesregierung, dass jetzt die Maßnahmen eingeleitet und auf den Tisch gelegt werden und dass wir es begreifen, dass dieses Kommissionsergebnis der Beginn des Kohleausstiegs, der Einstieg in die Beendigung der Kohleverstromung in Deutschland ist und nicht nur das Verteilen von Geschenken im Land. Und meine Damen und Herren, eines möchte ich, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Da demonstrieren jetzt jeden Freitag Tausende von Schülerinnen und Schülern. 14-, 15-jährige, 16-jährige junge Menschen. Und ich will
dass die zum ersten Mal in ihrem Leben mitbekommen, dass eine Bundesregierung ernsthaften Klimaschutz machen. Dazu, wenn dazu der Kohlekommissionsbericht die Grundlage ist, dann können wir da eine Debatte darüber einsteigen. Aber dann muss das hier auf den Tisch und darf nicht wie von Ihnen, Herr Wittke, dann am Ende wieder zerredet werden. Das geht nicht. Danke Ihnen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Abgeordnete Andreas Lemmel für die Fraktion CDU-CSU.